Übrigens an dieser Stelle, ich weiß, dass viele der tollen Stars aus der Hitparade gar nicht mehr unter uns weilen. Aber sie sind in unseren Herzen und die Musik lebt ja weiter. Für Katja Epstein hat er geschrieben, für Lena Valaitis oder Peggy March. Seinen allerersten Auftritt in der Hitparade, den absolvierte er an einem Schnapszahlendatum, nämlich 6.9.69. 6.9.69. Ich brauche nur zu sagen, barfuß im Regen, nur ein Kuss, Maddalena, Mendocino oder Dänen lügen nicht. Hier ist Michael Holm. Auf der Straße nach San Fernando, da stand ein Mädchen wartend in der heißen Sonne. Hey, ich hielt an, fragte wohin, sie sagte bitte nicht. Sing.